Ich habe in den letzten Videos ja immer wieder davon gesprochen, dass LSD ungefährlicher als Alkohol ist. Aufgrund dieser Tatsache kamen dann auch Kommentare wie: Ist LSD wirklich so ungefährlich? Weshalb ich diese Aussage nochmal in einen genaueren Kontext stellen muss. Das, was ich hier für LSD sage, gilt auch für die meisten anderen Psychedelika wie Pilze, Mescalin oder DMT. Erstens mal, LSD birgt natürlich erhebliche Gefahren und dass es ungefährlich ist, habe ich nie gesagt. Was genau meine ich damit, dass es weniger gefährlich ist als Alkohol? Wenn man den durchschnittlichen Schaden vergleicht, die Drogen jeweils pro Konsumenten anrichten, richtet Alkohol ohne Frage mehr Schaden an als LSD, aber auch Cannabis richtet mehr Schaden an. Bei LSD ist so ziemlich das einzige Risiko, dass man davon eine Psychose bekommen kann, was aber auf keinen Fall ein Risiko ist, das man vernachlässigen sollte. Alkohol hat ein signifikantes Abhängigkeitspotenzial, schadet sämtlichen Organen, man kann an einer Überdose sterben etc. Das heißt aber nicht, dass jeder, der auf einen Alkoholrausch klarkam, dann automatisch auf LSD klarkommt. Wenn man eine labile Psyche hat, kann LSD für ein Individuum gefährlicher sein als Alkohol. Es geht mir hier also nur um den Durchschnitt, weil der Schadensdurchschnitt der relevante Aspekt ist, den man betrachten muss, wenn es um den gesetzlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Drogen geht. Vielleicht kam euch dieser Part bekannt vor, weil der stand so unter dem Oktoberfest-Video, aber ab hier ist es neu. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die jetzt sagen: Okay Simon, ich habe es verstanden, LSD ist nicht ungefährlich, für einzelne Individuen vielleicht sogar besonders gefährlich, aber da ich mich psychisch fit fühle, ist es ein Risiko, das es mir wert ist einzugehen. Unabhängig vom Risiko gibt es aber einen anderen Aspekt, der vermutlich mehr Personen vom Konsum abhalten wird als die Risikofaktoren. Meines Wissens nach bekommen ca. 1-2% von LSD-Konsumenten eine Psychose. Deutlich höher ist allerdings die Zahl der Bad Trips. 20% der LSD-Konsumenten in Deutschland hatten laut einer Umfrage schon schlechte Trips. In Portugal liegt die Rate sogar bei fast 40%. Also wenn du die Droge LSD nehmen willst, weil du eine möglichst spaßige Zeit haben willst, dann solltest du sie nicht nehmen, denn die Chance, dass die Erfahrung negativ wird, ist schon verhältnismäßig hoch. Ich selbst hatte bei so gut wie jeder LSD-Erfahrung Bad Trip-Momente. Wenn du LSD noch nicht probiert hast und Interesse hast, es zu probieren, würde ich Monate warten, in denen du dich ausgiebig auf den Trip vorbereitest. Beschäftige dich mit dem Thema Spiritualität, dann kannst du gewisse Trip-Wahrnehmungen eher einschätzen. Erkundige dich darüber, was so eine Ego-Tod-Erfahrung ist und überlege, ob du bereit bist, so etwas Heftiges wie ein Ego-Tod zu erleben, weil das kann sich heftiger und angsteinflößender anfühlen als alles, was du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast. Natürlich gab es unter dem Video mal wieder einige, die gesagt haben, dass meine Aussage zu der Gefährlichkeit von LSD Quatsch ist und dass Cannabis oder Alkohol weniger gefährlich sind. Ja, vereinzelt vielleicht richtig bei gewissen Individuen, aber es ist einfach unbestreitbar, dass Drogen wie LSD oder Pilze im Durchschnitt weniger Schaden anrichten. Aber ich hoffe, dass ich mit diesem Video bewirkt habe, dass ihr einseht, dass das durchschnittlich geringere Gefahrenpotenzial nicht der Hauptfaktor sein sollte, der entscheidet, ob ihr LSD nehmt oder nicht. Nehmt lieber tolle Nahrungsergänzungsmittel aus meinem Shop, zum Beispiel die Fokuspillen oder L-Tryptophan, um eure Stimmung aufzuheitern. Ansonsten abonniert diesen Kabal oder vielleicht wollt ihr, wenn ihr ein krasses Open Mind 3000 habt, sogar Kabal-Mitglied werden.